Gottes Segen sei. Ich begrüße euch aus dem Reich des Lichtes, aus dem Reich der Liebe und ich bringe euch Freude. Ich bringe euch Liebe, denn es sind sehr viele geistige Wesen hier, die die Energie vorbereitet haben, damit ihr die Meditation in eurem Körper aufnehmen könnt. Sie haben die Energie so vorbereitet, dass euer Körper in jeder Zelle die feine Schwingung in sich aufnimmt und zu seiner inneren Harmonie findet. Große Freude herrscht darüber, dass ihr hier seid und dass dies möglich ist. Denn eure Körper, sie werden auch erhöht. Es ist nicht nur die seelische Energie, die sich auf euer äußeres Wohlbefinden überträgt, das heißt auf eure Gefühle oder eure Gedanken verändert. Auch euer Körper wird erhöht. So geht ihr in eurem Leben immer wieder in die erhöhte Energie hinein, die auch euren physischen Körper beeinflusst. Und daher ist es wichtig für euch, dass ihr diesen Körper, den ihr habt, pflegt und darauf achtet, dass ihr genügend Zeit für sich hat, um sich zu erholen. Denn die feinstoffliche Energie wird über eure Nerven, über die Nerven im Körper an die Zellen weitergeleitet und das Schwingungsfeld wird daraufhin erhöht und die Zelle setzt Licht frei. Das Licht, das in der Zelle wohnt, das beginnt dann auszustrahlen. Das ist die Ausstrahlung, die dann in eurer Aura erkennbar ist. Das spürt ihr selbst nach einer Meditation. Erlebt ihr euch entspannt, ihr erlebt euch gelöst und auch energetisch erhöht. Und wisst, dass euer Körper sehr viel leistet. Denn es geht darum, dass eure geistige Kraft in den Körper und durch den Körper gebracht wird, so dass der Körper keinen Widerstand darstellt. So kommt es vor, dass auf eurem Lebensweg euer Körper einen Widerstand aufbaut. Dieser Widerstand stammt aus der Vergangenheit. Dieser Widerstand kommt aus dem Erlebten, aus dem Zellgedächtnis eures physischen Körpers. Und diese Herausforderung, die der Körper manchmal erlebt, ist für ihn sehr groß. Und er muss sich Situationen stellen, von denen er nicht wusste, dass er dies machen muss. Das heißt, dass der Körper ein geringes Bewusstsein hat, aber mit einem hohen Bewusstsein der göttlichen Seele konfrontiert wird. Und daher ist es wichtig, dass ihr sehr gut mit eurem Körper umgeht. Und das heißt, dass ihr ihm Phasen der Ruhe gebt, ihn entspannt, aber auch Bewegung. Gute Nahrung, viel zu trinken. Aber viel bedeutet nicht, dass ihr ihn mit zu viel Getränken versorgt, sondern dass ihr dem Körper die Zeit gebt, die Flüssigkeit aufzunehmen. Genauso ist es mit der Nahrung. Ihr macht euch viele Gedanken darüber, welche Ernährung die richtige ist. Und ich sage euch, es gibt nicht die richtige Ernährung. Sie ist immer abhängig von den Prozessen, die der Körper durchlebt. Und er wird Forderungen stellen. Doch ihr werdet vielleicht sagen, dass ihr meditiert und dass ihr deswegen nicht Fleisch essen wollt. Doch euer Körper wird vielleicht anderer Meinung sein und andere Forderungen stellen. Und manchmal geraten Menschen dadurch in Konflikte. Für euch bedeutet es, dass ihr wisst, dass euer Körper hier mit der Erde in Verbindung steht, nicht aber eure Seele. Eure Seele steht nicht mit der Materie in Verbindung und auch nicht mit der polaren Welt und ebenso wenig mit einer Geburt und dem Sterben. Eure Seele ist davon befreit. Doch diese Kräfte
sind vorherrschend in eurem Körper. Er unterliegt einem Zerfall. Ihr werdet ihn aufhalten können, indem ihr die Lichtfrequenz durch eure Zellen ausstrahlt. Und das setzt voraus, dass ihr das Licht in euren Gedanken spürt, sodass eure Gedanken euch nicht sagen, was ihr denken sollt, sondern eure Gedanken eine Nebenrolle spielen. Dass Gedanken einfach da sind, ohne dass sie euch dirigieren. Doch zumeist ist es so, dass Menschen von ihren Gedanken überfüllt sind, auch von ihnen überfordert sind. Und besonders dann, wenn ihr in die Ruhe geht, euch für die Stille öffnet, spürt ihr dies am meisten. Das bedeutet, dass eure Zellen auch von diesen Gedankenkräften überflutet werden. Und es sind auch eure Gefühle, die auch großen Einfluss haben. Auch sie kommen nicht aus der Seele. Sie kommen aus eurem Selbst, aus dem äußeren, niederen Selbst, nicht aus dem hohen Selbst eurer Seele. Ebenso wenig eure Gedanken. Sie stammen aus dem äußeren Selbst eures Körpers. Und ihr werdet fragen, ja, wer bin ich denn, wenn ich nicht denke? Wer bin ich, wenn ich nicht fühle? Und ich sage, ihr seid reines Bewusstsein. Doch ihr geht in einen Körper hinein, hier auf die Erde, und ihr werdet mit Kräften konfrontiert, die die Seele nicht kennt. Das sind die Körperkräfte. Das sind die Kräfte, die hier auf der Erde hervorgebracht wurden. Auch eure Gefühle. Und während ihr mit einem Körper in Verbindung tretet, in ihn inkarniert, dann werden verschiedene Ebenen miteinander in Verbindung gebracht. Und ihr spürt euren Körper und ihr denkt, oder viele Menschen denken, sie seien der Körper. Und sie denken auch, sie seien die Gefühle. Und ebenso denken sie, sie wären der Gedanke. Das ist der Irrtum. Und jetzt ist eine Menschheit dabei, in einem höheren Bewusstsein zu erwachen. Und das wird nicht von heute auf morgen geschehen. Das ist ein Prozess. Die Menschheit durchlebt einen Prozess, einen körperlichen Prozess. Es ist nicht ein geistiger, nicht eure Seele hat diesen Prozess. Es ist euer äußeres Selbst, mit dem ihr identifiziert seid, weil ihr mit einem Bewusstsein in einem Körper seid und ihn mit Energie konfrontiert, mit einer Schwingung, mit einer sehr hohen Schwingung, die das Nervensystem beeinflusst und damit auch die Strahlung der Zellen. Und daher seid ihr mit vielem konfrontiert. Ihr seid auch mit der Nahrung, mit der Ernährungsweise konfrontiert. Ihr macht euch viele Gedanken. Wichtig dabei ist, dass ihr versteht, es ist der Prozess eures Körpers, der hier stattfindet. Und es ist wichtig, dass ihr eurem Körper das gebt, was ihn leicht macht und nicht schwer, das ihn öffnet, nicht verschließt. Zum Beispiel Alkohol. In Maßen ist es möglich, im Übermaß ist es schädlich für den Körper, belastend, weil dann der Körper auf seine einfachsten und primitivsten Signale reagiert und diese hervorbringt. Der Körper ist auf das Überleben ausgerichtet und mit dem Überleben sind Triebe verbunden. Und diese Triebe werden durch Alkohol verstärkt. Je mehr Alkohol ein Mensch trinkt, desto stärker wird das Triebhafte im Menschen. Und dieser Trieb bezieht sich darauf, dass die Willensenergie auf das niedere Selbst konzentriert ist. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euren Körper gut spürt. Wenn ich sage, trinkt viel, bedeutet es nicht, dass ihr ihm zu viel Flüssigkeit zuführt, sondern die Flüssigkeit, die er braucht. Ist euer Körper leicht, dann könnt ihr es auch sehr gut spüren, denn ihr steht in Verbindung mit ihm und ihr könnt empfangen, was er braucht. Und ich sage euch, Wasser ist neutral. Es ist für den Körper das geeignetste Getränk. Aber auch Frucht.
Früchte, die Frucht, die ihr von den Bäumen pflückt, auch diese Flüssigkeiten sind gut für euren Körper, aber auch diese nicht zu viel. Hauptsächlich Wasser. Doch ich möchte euch sagen, dass ihr euch in eurem Leben mit vielen Ernährungsmöglichkeiten beschäftigt. Und es gibt viele Theorien, doch es gibt nicht die Theorie, nicht die Praxis, die eurem Körper das gibt, das er braucht, sondern ihr lernt das zu spüren, was euer Körper braucht. Und ich sage euch, im Grunde braucht euer Körper nicht viel. Ihr esst sehr viel, viel mehr als euer Körper wirklich braucht. Und es gibt auch dort vieles, das ihr meiden solltet. Meidet übermäßiges Salzen. Meidet Zucker. Meidet, was euren Körper schwächt. Das könnt ihr spüren. Und euer Körper wird dadurch leicht, wenn ihr es beachtet. Es geht vor allem darum, dass eure Seele durch diesen Körper hervortreten kann und durch den Körper strahlen kann und die Energie der Zellen erhebt. Und das ist möglich. Der Körper ist in der Lage, die Schwingung zu erheben. Der Körper weiß dies nicht. Euer Körper hat dies nicht gelernt, aber er wird durch die Seele mit einer Energie konfrontiert, die ihm Bewusstsein schenkt und auch das Körperbewusstsein erhebt. So wird sich euer Körperbewusstsein verändern und ihr werdet viel bewusster im Umgang mit der Ernährung, auch bewusster mit eurem Atem, wie ihr atmet. Auch das ist wichtig, dass ihr genug Sauerstoff habt. Und das kommt vor allem durch Bewegung. Bewegung ist wichtig für euren Körper. So bringt ihr den Sauerstoff in eure Zellen und in tiefer liegende Muskelschichten und vor allem in euer Gehirn. Das gibt euch wieder Leichtigkeit. Doch ich möchte euch sagen, dass es nicht darum geht, dass ihr eine neue Ernährungsweise entwickelt, sondern ein Gespür für euch selbst, dass ihr fühlt, das macht euren Körper leicht. Der Körper ist nicht belastet. Das ist entscheidend. Die meisten Menschen hier in diesen Regionen, wo ihr lebt, essen zu viel, weil der Körper sich dafür geöffnet hat. Es ist eine Genusssucht, die den Körper belastet. Der Körper soll leicht sein. Denkt immer daran. Und so werden auch eure Bewegungen leicht sein. Und ihr werdet durch den Körper die Leichtigkeit spüren und dadurch wird es euch auch viel wohler im Körper sein. Viele Krankheiten können dadurch verhindert werden, dass Menschen mehr ihren Körper beachten. Aber gebt eurem Körper auch Ruhe, ruht euch aus, nicht zu lange. Es genügt, wenn ihr ihn einige Minuten mehrmals täglich ausruht, euch hinlegt, wenn es euch möglich ist, euch entspannt. Ich möchte euch heute nicht zu viele Worte in dieser Richtung geben, doch ich möchte euch sagen, es geht um eure Erhöhung. Und auf dem Weg der Erhöhung lernt ihr, euch zu spüren und eure Impulse zu empfangen und diese Impulse wahrzunehmen, die auch für euren Körper gültig sind. So gibt es auch die Impulse für eure Gefühle, für die Empfindungen, für euren Gefühlskörper. Impulse eurer Gedankenwelt. Ihr meistert derzeit hier diesen Erdenweg, denn ihr kommt als geistiges Wesen zur Erde in eine stoffliche Welt und ihr lernt diese Welt kennen, bis ihr versteht, dass ihr nicht von dieser Welt seid, sondern aus dem Geistigen, dass euer Bewusstsein es ist, das euch das Zuhause gibt und nicht die äußere Welt, nicht die Materie. Sie kann euch nicht euer Zuhause geben, denn das Zuhause, das ihr kennt, ist in euch selbst. Und ihr bringt euch in Kontakt mit dem äußeren Leben. Und das verwirrt viele Menschen, weil sie
spüren, dass in ihnen noch andere Kräfte vorherrschen und nicht jene, die über den Körper kommen, sondern auch geistige Kräfte. Und das sind vor allem die kreativen Energien. Das ist die Ruhe, das ist der Friede. Und höhere Werte werden in eurem Körper zum Ausdruck gebracht durch euer Bewusstsein. Das ist die Liebe, das ist das Wohlwollen und viele weitere Eigenschaften. Ihr seid derzeit dabei, eure geistige Kraft hier zur Erde zu bringen. Und euer Körper stellt euch manchmal noch ein Hindernis dar. Er stellt sich sozusagen in den Weg. Oder er verankert euch zu stark mit dem Weltlichen. Und er beeinflusst auch euer Denken und euer Fühlen. Denn wenn ihr zu stark im Körper seid, dann wird das niedere Selbst des Körpers, das auf das Überleben ausgerichtet ist und auf das Triebhafte, sich auf euren Gefühlskörper übertragen und auf das Denken. Und so unterscheiden sich auch Menschen voneinander, entsprechend mit welcher Kraft sie verbunden sind, womit sie sich identifizieren. Und jeder Mensch auf der Erde geht den Weg der Meisterschaft. Und ihr geht alle über die Erde und durch den Körper hindurch. Durch euren Körper lernt ihr. Ihr seid in ihm, aber ihr seid nicht der Körper. Ihr bewohnt ihn. Ihr seid göttlich. Ihr seid göttliches Bewusstsein und ihr erlebt den Körper. Ihr fühlt etwas über den Körper, das ihr sonst als Seele nicht empfinden könnt. Und viele Menschen verlieren sich in den Körperempfindungen und in den Empfindungen, die wiederum Gedanken erzeugen. Und sie fühlen sich körperbezogen, sie fühlen sich wie ein Mensch. Das alles signalisiert euch der Körper. Er eröffnet euch ein geringeres Bewusstsein hier auf der Erde. Und das ist eure Aufgabe, diese Ebene zu meistern. Und das heißt nicht, sie abzulehnen, sondern durch sie hindurchzugehen. Ihr bekommt die Energie der Erhöhung. Und ich habe euch in anderen Vorträgen schon erklärt, eure Seele ist göttlich, ihr seid göttlich, in euch ist eure wahre Natur die Göttlichkeit, die Unsterblichkeit. Und ihr lernt euch mit ihr zu verbinden, ihr lernt euch in ihr wahrzunehmen und dadurch das hohe Bewusstsein in den Körper zu bringen. Und diese Herausforderungen sind tatsächlich große Herausforderungen für euren Körper. Denn er wird mit den alten Denkweisen auch der Vorfahren, die Prägungen in eurem Körper und eurem Zellgewebe und in der Struktur eures Körpers hinterlassen haben, konfrontiert. Je mehr ihr euch erhebt, durchlichtet ihr den Körper. Und es ist wichtig, dass ihr euren Körper durchlichtet. Bringt Frieden hinein. Alles, was ihr über den Körper erlebt, erlebt es bewusst, erlebt es achtsam, liebevoll. So werdet ihr den Körper meistern. Und eure Seele wird ihn ganz bewohnen und sich ihrer selbst vollkommen bewusst sein. Und während der Erhöhung kann es möglich sein, dass alte Lebensweisen euch noch einmal vor euer geistiges Auge geführt werden, die im Körper verankert sind. Das ist das niedere Selbst, mit dem ihr euch möglicherweise in anderen Leben identifiziert hattet. Dadurch werdet ihr noch einmal mit ihnen, mit diesen Kräften konfrontiert. Und das ist eine sehr wichtige Schule, weil ihr darüber lernt, zu erkennen, was vom Körper, was vom Äußeren kommt und was von der Seele kommt. Viele Menschen sind sehr stark mit ihrem Körper identifiziert und sie erleben das Leid des Körpers. Auch die Ängste stammen aus dem Körper und nicht aus der Seele. Die Trennung stammt aus dem Körper und nicht aus der Seele. Die Trennung zu Gott, die Trennung der Einheit. Es gibt eine Einheit, die untrennbar ist. Ihr seid in dieser Einheit, doch könnt ihr es nicht wahrnehmen. Deswegen, weil ihr in einem Körper seid, der die Trennung kennt. Er kennt den einen Körper und den anderen Körper, aber er kann sich nicht auf alle Körper beziehen. Das kann nur die Seele.
Sie ist körperlos, sie ist Bewusstsein und sie ist Einheit. Sie ist niemals getrennt. Doch durch die Identifikation, durch den Körper und mit dem Körper erlebt ihr Menschen sehr stark die Trennung. Und ihr seid jetzt dabei, diese Trennung aufzuheben. Euer Verstand ist stark. Ihr habt euren Verstand trainiert. Doch euer Verstand gehört nicht in eure Seele. Eure Seele hat ein Bewusstsein. Ihr braucht keinen Verstand. Euer Bewusstsein ist eure Führung. Das Bewusstsein ist Wachheit im höchsten Maße. Und der Verstand kann nur der äußeren Welt dienen, aber niemals eurer Seele. Ist einmal die Seele in einem Körper und durchdringt sie den Körper mit dem Licht, verdrängt sie den Verstand, sie überwindet ihn. Und dadurch ist die Seele im Körper vollkommen bewusst und in der Lage, den Körper in der Schwingung zu erheben. So werdet ihr den Aufstieg vollziehen, indem ihr mit eurem Bewusstsein und eurer bewussten Lebensweise den Körper durchlichtet. Auf diesem Weg zur Erhöhung in ein hohes göttliches Sein, in die Gegenwart, werdet ihr viele Prozesse erleben, die Prozesse des Körpers. Und das ist eure Aufgabe, euch nicht mit ihnen aufzuhalten, sondern durch sie hindurchzugehen. Und so oft fühlt ihr euch dafür schuldig, für das, was anders sein sollte, aber nicht ist. Ihr fühlt euch schuldig. Ihr müsst euch nicht schuldig fühlen, sondern lernt. Wichtig ist, dass ihr durch euer Leben lernt und etwas verändert, dass ihr euer Leben versteht und versteht, warum gewisse Dinge in eurem Körper stattfinden oder warum ihr Begrenzungen erlebt. Das alles liegt eurem Körper zugrunde und diesen lernt ihr zu meistern. Und ihr werdet fragen, warum? Warum seid ihr in einem Körper? Weil ihr in der Lage seid, hier auf der Erde in einem Körper zu leben und nicht nur als Geist. Erhebt ihr diesen Körper, erleuchtet ihr das äußere Selbst, bringt ihr also das Licht in das Körper selbst, erleuchtet ihr den Gefühlskörper, den Mentalkörper, ihr löst euch von der Vergangenheit, ihr löst euch von jeglicher Begrenzung, das ist Erleuchtung. Doch auch Erleuchtung hat viele verschiedene Stufen. Es ist nicht nur eine Art oder eine Form der Erleuchtung, die ihr erlebt, ihr kennt und werdet viele Erleuchtungen erfahren. Nach einigen Erleuchtungen habt ihr die Begrenzungen abgelegt. Dann folgt der nächste Schritt, das ist die Erhöhung in das Gottbewusstsein, in die Gegenwart. Und ihr werdet euren Körper erleuchten. Ihr werdet nicht mehr abhängig von der Ernährung sein, vom Atem, von Sauerstoff, von Ernährung, nichts. Es wird keine Abhängigkeit mehr geben. Euer Körper wird von der Seele erhoben und in das bedingungslose Bewusstsein geführt. Dadurch wird der Körper in seiner Schwingung und in den Zellen vollkommen das Licht aufnehmen und in der Lage sein, Unsterblichkeit zu erlangen. Das ist möglich und das wird eines Tages auf eurem Planeten so sein. Einige wenige haben es bereits erlebt. Das sind die sogenannten aufgestiegenen Meister. Ihr Menschen habt noch viel zu lernen, viel zu erkennen, ihr habt noch viel vor euch und vieles, das ihr nicht wisst, das noch kommt, das für euch wichtig ist zu lernen. Und es soll euch auch nur das erklärt und gegeben werden, das euch zeigt, was möglich ist und worum es hier auf der Erde geht. Es ist Bestimmung, einer Seele hier zu sein, Bestimmung, durch dieses Erdenleben hindurchzugehen und in einem Körper hervorzutreten. Verschiedene Inkarnationen sind dazu möglich. Und so wird eine Menschheit eines Tages in einem erleuchteten Zustand und in einem erhabenen Körper den Weg hier auf der Erde leben können.
Ich möchte euch heute diese Worte geben. Denn ihr werdet euch immer wieder mit Fragen auseinandersetzen, die euren Körper betreffen. So wünsche ich euch, einige Antworten darauf gegeben zu haben, denn alles kann ich euch nicht in dieser Kürze erklären. Doch ich werde immer wieder darauf eingehen, um auch euch dafür Einblick in diese Schöpfung zu gewähren. Und ich sage euch, ihr steht alle am Anfang eures Weges. Am Anfang heißt, ihr beginnt zu erkennen, worum es tatsächlich geht. Und ihr beginnt zu erkennen, wer ihr tatsächlich seid. Und diese Situation, die sogenannte Krise, die jetzt auf der Erde vorherrscht, ist ein mentales Produkt. Es ist von Menschen erzeugt. Die Menschheit unterdrückt sich selbst und diese Unterdrückung hat jetzt einen Namen gefunden. Und es ist wichtig, dass ihr die Liebe in euch findet, dass ihr euch in eurer wahren Kraft findet, in eurer Göttlichkeit, in eurer Stärke. Denn ihr seid alle vollkommene Wesen. Doch in eurem Körperbewusstsein existiert dieses Vollkommene noch nicht. Daher ist euer Körper anfällig für Ängste, für Sorgen und für den Selbstzweifel. Doch je mehr ihr euch in eurem wahren Ich erkennt, wird euer Körper von der hohen Gegenwart des Lichtes durchdrungen. Und alle Sorgen, Ängste und Selbstzweifel, alles fällt ab. Richtet euch in eure Göttlichkeit auf und wisst, das ist eure wahre Natur. Sucht nicht zu weit. Erhebt euch. In Gott gibt es keine Sorge. Es gibt sie nur hier auf der Erde, da, wo die Menschen in einem geringen Bewusstsein leben. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch zu erheben, indem ihr euch auf eure göttliche Natur bezieht und durch euer Leben das lernt, was euch zeigt, wer ihr nicht seid. Denn ihr haltet euch mit vielem auf, überwindet es, richtet euch in eure Göttlichkeit auf und sagt, ich bin von der Gottgegenwart vollkommen durchdrungen. Ich bin durchdrungen in allem, was ich bin, in jedem Nerv, in jeder Zelle, von der Gottgegenwart. Vollkommenheit herrscht in mir und durch mich. Ich bin. Das ist mein Segen heute an euch. Ich bin Erzengel Raphael. Ich komme im Namen der Liebe, im Namen des Lichtes. So sei es.